Herzlich willkommen zu meinem Spot-Report bei unseren niederländischen Nachbarn und zwar in Hinderlopen. Nachdem die Grenzen zu Holland ab Mai 2020 wieder geöffnet wurden, haben wir unser erstes Wochenende zum Kiten hier verbracht. Von Köln aus geht es die 305 Kilometer mit unserem Kastenwagen nach Hinderlopen, was am Eiselmeer liegt. Aber eigentlich ist das hier kein Meer, sondern der größte See in den Niederlanden. Wir fahren also hier im Süßwasser. Ich stoppe hier kurz, um zu veranschaulichen, wie eng Borkum und Hinderlopen voneinander entfernt sind. Von den Windrichtungen geht von Nordwest über West bis Südwest in Hinderlopen absolut alles. Die Ortschaft Hinderlopen liegt nördlich vom Kitebereich, quasi an einer Ecke. Zwei große Campingplätze liegen ideal hinter dem Damm und vorne am Strand. Hier ist auch ein Wassersportcenter mit allem, was das Herz begehrt. Da in der Hauptsaison auch viele Badegäste ihre Zeit am Strand verbringen, gibt es auch einige ausgewiesene Schwimmzonen, die unbedingt respektiert werden müssen. Bei Westwind ist es für Anfänger wie Fortgeschrittene einfach tricky, zwischen den Buhnen zu fahren. Nach den Buhnen hat es immer noch stehtiefen Bereich und über diesen hinaus gehört euch eh das ganze Eiselmeer. Hier ein Bild vom offiziellen Schild am Kite- und Windsurfbereich. Aufbauen kann man wunderbar auf der Wiese. Hier musst du nicht auf dem muschelig sandigen Boden aufbauen und schonst dein Material. Durch die 200 x 2000 Meter Stehbereich ist es natürlich ein guter Spot für Anfänger. Aber man sollte immer die Windrichtung beachten, dass man nicht in die Buhnen fährt. Hydrofoilen und Windsurfen mit Racefinne geht erst nach ein paar hundert Metern. Da die Niederlande nicht unbedingt für stabile Wetterlagen und warme Sommer bekannt sind, kann man nur im Juli, August einen Shorty in der kalten Nordsee tragen. Im nördlichen Bereich, wo es einen kleinen Strandabschnitt hat, ist der Anfängerbereich. Bitte auf dem ganzen Küstenabschnitt den Kite nur im Wasser starten und landen. Die anderen Kiter und Badegäste werden es euch danken. Die beste Windausbeute hat man hier im Winter. Aber da ich nach der Faustformel Außentemperatur plus Wassertemperatur gleich 25 Grad handle, werdet ihr mich hier im Winter auf keinen Fall finden. Parken kann man in den Nischen oder auf den Grünstreifen der Dammstraße. An langen Wochenenden ist Hinderlopen meist völlig überlaufen, aber so ist das mittlerweile an allen bekannten Kitespots an der Nordsee. Jetzt kommen noch ein paar Kite- und Windsurf-Szenen von Axel, der mir freundlicherweise die ganzen Aufnahmen aus Hinderlopen zur Verfügung gestellt hat. Danke dafür! Und wenn es mal gar keinen Wind hat, kann man so einiges anderes machen. Oder ihr lasst euch von einer meiner SUP-Touren in den Niederlanden inspirieren. Die meiste Zeit hat man hier Kabelwasser. Aber wenn ein kräftiger Westwind geht, kann man aber auch mal eine kleine Welle abreiten. Ich hoffe, euch hat meine kleine Tour gefallen. Und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Ich freue mich! Bis zum nächsten Spot-Report.